Danke, Herr Präsident. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Vorbemerkung an Sie von der AfD, wenn Sie wollen, dass wir ein solches wichtiges Thema, und da haben Sie recht, zu einer anderen Uhrzeit beraten können, dann würde ich Ihnen empfehlen, weniger inhaltsleere Anträge in diesem Haus zu stellen und konstruktiv mal mit uns zusammenzuarbeiten. Und dann glaube ich, dann ist die Tagesordnung an einem solchen Tag eine ganz andere. Meine Damen, meine Herren, die Fixierung einer Person gehört in unserem Rechtsstaat zu einem der schwerwiegendsten Eingriffe, was die Grundrechte angeht. Und deswegen unterfällt dieser Eingriff sehr, sehr hohen Anforderungen. Er ist nur dann machbar, wenn eine erhebliche Gefahr der Gewaltausübung von einer Person ausgeht, und zwar gegen die Person selbst oder gegen andere. Kollege Fechner hat es skizziert. Wir setzen hier ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts um vom 24.07.2018, das eben besagt, dass eine Fixierung von nicht nur kurzfristiger Dauer, in der Regel mehr als 30 Minuten, dem Richtervorbehalt von Artikel 102 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz bedarf. Und dafür haben wir eine Umsetzungsfrist bis zum 30.06.2019. Und wir bringen mit diesem Gesetz ein ganzes Paket, und verzeihen Sie mir den Begriff, an Verbesserungen in diesem schwierigen Feld mit auf den Weg. Wir verlagern und konzentrieren die Zuständigkeiten auf Amtsgerichte, weil wir wollen, dass sich Spruchkörper mit dieser schwierigen Frage befassen, die im Laufe der Zeit eben eine gewisse Sachkompetenz anreichern können. Neben dem Richtervorbehalt erhöhen wir auch die Anforderungen an eine Fixierung. Ich habe es vorhin schon gesagt, eine erhebliche Gefahr der Gewaltausübung muss von einer Person ausgehen. Und wir bringen mit dem Gesetzentwurf die Selbstverpflichtung zu einer Evaluation mit auf den Weg, weil wir uns eben sehr wohl der Sensibilität bewusst sind und wir wollen die nächsten 5 Jahre ganz genau im Blick halten, wie bewährt sich diese gesetzliche Regelung, die wir auf den Weg bringen, und was bringt es in der Praxis an Sachfragen und vielleicht Schwierigkeiten mit sich. Wir wollen ferner ein einheitliches Verfahren etablieren, das schafft Rechtssicherheit. Und wir wollen eben, dass mit der Frage der Fixierung in Einrichtungen nicht irgendwelche Mitarbeiter befasst sind, sondern zuständige Mitarbeiter. Auch hier ist die Idee, dass wir erhöhte Sachkunde bei dieser schwierigen Fragestellung haben. Und am Ende will ich uns allen noch mal vergegenwärtigen, dass es eben um den Schutz der Bediensteten auch in diesen Einrichtungen geht und am Schluss auch um den Schutz der Betroffenen selbst. Und deswegen ist es richtig, dass wir diese Regelungen jetzt nicht nur formulieren für den Bereich der Zivilhaft, sondern wir machen von unserem Recht im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung Gebrauch und wollen eben auch die Strafhaft mitregeln, den Maßregelvollzug, die Untersuchungshaft, die vorläufige Unterbringung und den Jugendarrest, weil es eben in der Sache keinen Sinn macht, all diese Bereiche auszusparen. Und ich glaube, dass es auch richtig ist, dass wir jetzt nicht im Verfahren noch die Erforderlichkeit eines umfassenden ärztlichen Gutachtens aufnehmen. Meine Damen, meine Herren, als jemand, der das tatsächlich mal erlebt hat, wenn ein Mensch komplett die Fassung verliert, erst auf all das und all diejenigen einschlägt, die mit ihm in einem Raum sind und dann am Schluss mit dem Kopf gegen eine Betonwand haut, sage ich Ihnen ganz ehrlich, dass Sie in dem Moment wirklich versuchen, akut und zwar im Interesse des Betroffenen für Ruhe zu sorgen. Und jetzt noch zu sagen, neben dem Richtervorbehalt, den wir richtigerweise haben, wir brauchen da jetzt noch ein umfassendes ärztliches Gutachten, ist in diesen schwierigen Fällen so weit weg von der Praxis, dass es einfach in dem Moment nicht sinnvoll gewesen wäre, das mit ins Gesetz aufzunehmen. Und deswegen bitte ich um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Hoffmann.